Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass Sie hier sein durften. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass es auch gemeinsam immer miteinander geht und so sollte es auch sein. Und dafür werbe ich ja, dass sich die Kultur im Miteinander, im Umgehen, die in unserer Partei wirklich wieder verbessert, dass wir anders miteinander leben. Das ist mein großer Wunsch. Ich glaube, faktisch können wir beide einen Landesvorstand führen, da brauchen wir uns nicht verstecken. Aber ich möchte noch etwas zum Schluss sagen, um was es denn hier wirklich geht. Am 28.08.1941 wurden 98.000 Russlandsdeutsche damals in der damaligen Sowjetunion über Nacht deportiert und wie Vieh teilweise aus dem Wagen geschmissen, in Sibirien und Kasachstan. Auf vielen Märschen sind viele von ihnen gestorben. Und irgendwann in den 80er Jahren sind diese Russlanddeutschen, die ihre Wurzeln schon immer als Teil des deutschen Volkes hatten, immer wieder nach Deutschland gekommen. Und diese Menschen sind nach Deutschland gekommen, weil sie gesagt haben, ich möchte zurück in meine Heimat. Und diese Russlanddeutsche, meine Frau ist auch Russlanddeutsche, die mahnen uns und sagen, wisst ihr überhaupt, was gerade hier passiert? Ihr verliert eure Heimat. Weil wir Russlanddeutschen wissen ganz genau, wie es sich anfühlt, Heimat zu verlieren. Und dann haben wir ganz viele Bekannte, die kommen aus dem Osten. Ich habe ja auch 4 Jahre in Sachsen gearbeitet. Und die Ostdeutschen, die sagen zu uns immer, wo die Wende war, dachten wir, vieles wird besser. Und jetzt ist vieles schlimmer. Und die Ostdeutschen waren für mich immer die Mahner, die gesagt haben, achtet ganz genau darauf, was passiert. Und wenn die Russlanddeutschen uns mahnen, genauer aufzupassen, und die Ostdeutschen uns mahnen, genauer aufzupassen, dann sollten bei uns Westdeutschen langsam wirklich mehr die Alarmglocken haben. Und dieses Deutschland, und ich kann auch noch eins sagen, wir haben nur eine einzige Heimat, die wir verlieren können. Das ist unsere Heimat und das ist mein und unser Deutschland. Wenn wir es verloren haben, gibt es da keine zweite Chance mehr. Und für diesen Kampf um die Heimat kann ich nur eins sagen, braucht es eine geeinte, eine starke AfD. Und deswegen braucht es vor allem eine geeinte und starke AfD in Niedersachsen. Deswegen freue ich mich auf Braunschweig für einen fairen Wettkampf mit tollen Mitgliedern. Ich freue mich jetzt schon und danke, dass ich da sein durfte.